gerne auf Herrn El-Martin zu sprechen kommen, beziehungsweise ihm das Wort geben mit seinem Best Practice. Sie haben nochmal einen anderen Blick auf das Thema. Die Stadtwerke einer Kommune sind ja für die Daseinsvorsorge essentiell. Welches Beispiel können Sie uns geben, wie Sie sich als Kommune dem Thema Nachhaltigkeit durch Digitalisierung widmen? Ich freue mich auf Ihren Vortrag aus Wuppertal, einer Stadt, in der ich auch ein paar Jahre schon leben durfte. Deswegen, Herr Thien, bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, grüße Sie, BSW Digital. Vielleicht ganz kurz zu den Wuppertaler Stadtwerken. Wir versorgen 360.000 Einwohner hier in der Stadt. Wir sind Betreiber zum einen verschiedener Kraftwerke, organisieren die Fernwärme, sind Strom- und Gaslieferant und betreiben natürlich auch das Wuppertaler Denkmal schlechthin, die Schwebebahn mit allen Vor- und Nachteilen, haben eine der größten kommunalen Busflotten Deutschlands mit über 300 Fahrzeugen. Und sind mit dem Digitalisierungsthema, ja, wann habe ich es gesehen? Ich sag mal, Internet kam relativ spät, aber die erste EDV wurde eingeführt. Das konnte man in der alten Mitarbeiterzeitschrift nachlesen, etwa 68, 69. Also ist jetzt auch schon wieder über 50 Jahre her, dass man eine elektronische Datenverarbeitung bei uns eingeführt hat, damals auch gegen Widerstände, nicht nur innerhalb der Kunden, das am wenigsten, sondern innerhalb der Belegschaft, als dann die Lohnabrechnungen irgendwann überwiesen werden wurden und nicht mehr mit der klassischen Lohntüte kam. Vielleicht ganz kurz: Digitalisierung ist für uns aus unterschiedlicher Sicht ein großes Thema. Wir haben einen eigenen Bereich gegründet, digitale Lösungen, der innerhalb des Unternehmens das Thema zusammenführt, zusammenfasst und dort nicht nur das macht, was Digitalisierung im Allgemeinen darstellt, sondern versucht, von der Anwendung, die für den Kunden da ist, hin zur Anwendung, die im eigenen Haus gebraucht wird, den Bogen zu schlagen, Lösungen zu integrieren und das Ganze eingebettet in das Zielbild einer smarten Stadt, also einer Stadt, die auf Basis digitaler Lösungen ein Stück weit denken, Schrägstrich mitdenken kann. Wir gucken uns mal die erste Folie an. Das ist ganz großartig, dass man da einen Fremdtechniker hat. Ich mache das jetzt nicht von diesem Rechner aus, sondern da wird der Pfeil bewegt. Die Idee ist, das Ganze, ich habe das angesprochen, integriert ganzheitlich zu betrachten. Und dabei haben wir verschiedene Cluster. Wir haben seit vielen, vielen Jahren ein Breitbandfirmennetz, das wir gemeinsam mit der Stadt betreiben. Auch die Stadt hat dort Glasfasernetze liegen. Aber für uns im Zentrum ist im Moment nicht der Glasfaserausbau, sondern die Frage, wie wir mit Techniken Wireless LAN, mit LoRaWAN, Long Range Wireless Network, mit Themen aussteuern können: Straßenbeleuchtung, Parkraumbewirtschaftung, Predictive Maintenance. Wie können wir das Internet of Things als Unternehmen, das sich der Daseinsvorsorge verschrieben hat, mit Leben erfüllen. Und das Ganze tun wir als Infrastrukturdienstleister. Unsere historische Infrastrukturdienstleistung liegt in der Bereitstellung von Medien, nennt man das in der Energiewirtschaft, Strom und Gas und natürlich auch für die Bürger Mobilität. Und die neuen Infrastrukturdienstleistungen liegen auch im digitalen Bereich für den Endkunden. Im gewerblichen Bereich, Predictive Maintenance, ich habe das angesprochen. Wir gehen wieder eine Folie weiter. Ich erschlage Sie heute nicht mit einem Folienvortrag, sondern zeige Ihnen einmal, wie spielen wir das Ganze. Was brauchen wir zuerst in der Kommune? Wir brauchen eine Kommunikationsinfrastruktur, die zum einen Sensorik abbilden kann, für alle möglichen denkbaren Anwendungsfälle, auch Themen, die wir im Moment vielleicht noch gar nicht betrachten. Wir haben vorhin das Beispiel aus Erlangen gehört, die Frage der Trockenheit. Auch das ist ein Thema, was wir über LoRaWAN angehen. Wir wollen es flächendeckend machen. Wir sind als Stadtwerk für eine gesamte Kommune da. Wuppertal hat fast die Hälfte der Bereiche, sind Grünflächen. Aber gerade wenn Sie in die Frage gehen, Zustand von Waldgebieten, Zustand von Wiesen, Feuchtigkeit, aber auch Bodenqualität, pH-Werte.
und das mit Sensorik abdecken wollen, was Sinn macht, nicht überall, aber an zentralen Stellen durchaus, dann brauchen Sie natürlich auch ein flächendeckendes Netz. Und genau hier sehen wir LoRaWAN im großen Vorteil. Sie brauchen lange Lebensdauer für die Sensoren. Das heißt, Sie sollten gucken, dass das Ganze, dass Sie nicht ständig physisch Menschen durch die Gegend schicken müssen, um Batterien auszutauschen. Das Ganze so günstig wie möglich. Und am liebsten, das ist völlig klar, das ist sozusagen die unternehmerische Überlegung, im eigenen Betrieb. Nicht, dass wir uns nicht von Dienstleistern unterstützen lassen, das tun wir sehr gerne und immer wieder. Aber idealtypischerweise ist es schon so, wenn es eine Aufgabe der Daseinsvorsorge ist, dann glauben wir, sollte diese auch beim Stadtwerk liegen. Und wir gehen weiter und sehen hier einmal Anwendungsfälle. Das ist nur ein Ausschnitt dessen, was wir, ich sage mal, im Moment entwickeln, was wir zum Teil auch schon aktiv haben. Wir arbeiten das Thema folgendermaßen auf. Wir machen an einem bestimmten Ort ein Reallabor, wie wir es nennen, beispielsweise intelligente Straßenbeleuchtung. Wir haben hier ein Dorf innerhalb des Wuppertaler Stadtgebietes ausgesucht. Die haben eine Straßenbeleuchtung, die komplett erneuert wurde. Und wir haben die Straßenleuchten mit Sensorik ausgerüstet. Und diese Sensorik leistet jetzt wesentlich mehr als nur die Lampen zu steuern, sondern sie erkennt auch Verkehre. Sie ist in der Lage, Luftqualität zu messen, kann dem Bürger, der auf die Daten zugreifen kann, auch Temperatur darstellen, viel exakter als sein eigenes Thermometer. Das Ganze beispielsweise auch auf dem Schulweg, wo wir ganz zielgerichtet steuern können über Bewegungssensorik, wann das Licht wo angeht. Das heißt, wir sehen dort Energieeffizienz. Das digitale Parkraummanagement, Sie alle kennen es, das sind diese berühmten Sensoren, die kleinen Huppel, die bei Lidl und Aldi deutschlandweit inzwischen untergebracht sind. Und immer dann, wenn über die Stunde hinaus oder auch zwei Stunden hinaus geparkt wird, dann gibt der Sensor eine Meldung im Regelfall an private Parkdienstleister und Sie haben plötzlich ein 30-Euro-Ticket in Wuppertal, eine weit verbreitete Thematik. Aber das digitale Parkraummanagement ist natürlich wirklich über Sensorik sehr preiswert abzubilden. Und vor dem Hintergrund des Themas Verkehrswende und wie wir zukünftig die Straßenräume aufteilen, ein wesentliches Thema. Wir diskutieren weiter über die Frage der Energiequartiere. Das heißt, wir machen zielgerichtete Quartiersentwicklung und auch hier nutzen wir das LoRaWAN beispielsweise als Transportmittel, um Messungen abzufragen, um Daten abzufragen, Werte abzufragen. Ich hatte die Straßenbeleuchtung schon aufgezählt. Es gibt Wärmezähler. Wir reden über Smart Waste. Das heißt, wir gucken uns die Füllstände von Containern an, optimieren damit über den Füllstand Fahrtrouten in Zukunft unsere Abfallwirtschaftsbetriebe. Das heißt, der Wagen fährt nicht mehr blind zum Altglas-Altpapier-Container, sondern fährt genau dann, wenn er einen bestimmten Füllstand erreicht hat. Das sorgt für zwei Dinge. Erstens für eine sauberere Stadt, weil sie natürlich, das ist die Situation, die wir im Moment häufig haben, dass neben dem Altpapiercontainer insbesondere die Kartons stehen. Diese Situation wird minimiert und gleichzeitig sparen sie natürlich auch Sprit beziehungsweise in Zukunft bei uns Wasserstoff, weil unsere Müllfahrzeuge in Zukunft nach und nach mit Wasserstoff betankt werden. Den ersten Wasserstoff-Faun-Müllwagen haben wir auch schon im Stadtgebiet. Auch unsere Busflotte ist jetzt mit 20 Bussen ausgerüstet, auch auf Wasserstoff. Das Netzmonitoring, da sind wir aktiv schon dran. Das heißt, wir gucken uns die Ortsnetztransformatorstationen. Es ist so, dass jedes kleinere Gebiet einen eigenen Trafo hat. Und über die Frage der E-Mobilität wird dieser Ortsnetztransformator in Zukunft eine viel bedeutendere Rolle bekommen. Und wir können darüber über Sensorik in den Trafostationen wesentlich früher Fehler erkennen, zum einen, also nochmal Thema Predictive Maintenance, zum zweiten aber auch Netzstörungen exakter lokalisieren. Und da muss ich ein Stück weit widersprechen. Dieser Thematik in allen Branchen, in denen ich bisher war, war es schon so, dass die Digitalisierung Produktivität gesteigert hat. Also ich komme historisch, bin Journalist und komme aus dem Zeitungsbereich. Es gibt heute keinen Setzer mehr. Es ist später, habe ich dann in der Energiewirtschaft gearbeitet, lange Jahre, über eine Dekade jetzt.
Und auch dort ist es natürlich so, wir hatten früher in der Energiewirtschaft bei den Wuppertaler Stadtwerken Schreibbüros. Wir hatten Fahrkarten, also wir hatten in jedem Bus, in jeder Schwebebahn war jemand, der Fahrkarten verkauft hat. Das gibt es alles nicht mehr und das ist natürlich der Digitalisierung zu verdanken. Insofern glaube ich, dass diese Studien interessieren mich dann wirklich. Ich glaube, es gibt viele Branchen, in denen die Produktivität gesteigert wurde. Und unser Netzmonitoring beispielsweise, ja klar, wenn nachher was zu reparieren ist, dann müssen wir die Leute rausschicken, aber es ist schon ein Unfall, ein Unterschied, ob ich es unfallartig habe, das heißt, die Station ist mir abgeraucht oder ob ich, dann bin ich nicht mit einem unterwegs, sondern mit einem großen Bautrupp, oder ob ich sehe, pass mal auf, da ist eine Störung im Anzug, im Anmarsch und dann kann ich da rein. Das Umweltmonitoring innerhalb der Stadt ist wichtig, und zwar an verschiedenen Möglichkeiten. Und auch hier sehen wir die Stärke eines LoRaWAN-Netzes, das wir inzwischen in Wuppertal flächendeckend aufgebaut haben. Umweltmonitoring heißt natürlich zum einen, und hier wieder das Beispiel des Baums, dem es zu trocken ist, aber das heißt natürlich auch Luftqualität und das nicht nur außen, sondern insbesondere auch hier haben wir eine Lösung entwickelt, in Klassenräumen. Das heißt, wir können ein Stück weit Pandemieschutz betreiben, indem wir innerhalb der Klassenräume CO2 monitoren, messen und ab bestimmten Werten sehen wir, jetzt muss gelüftet werden. Auch hier ist es eine Chance, die sich ergibt. Und das Ganze über eine digitale Infrastruktur. Das eine, das wir hatten, ist die digitalen Plattformen. Da bieten wir inzwischen schon eine ganze Reihe an. Das ist die klassische App, da guckt unser Bereich digitale Lösungen, dass das verwoben wird. Das war bisher so und da ist so ein Unternehmen, ein Stadtwerk nicht viel anders als Bundesländer oder Kommunen. Jeder Bereich entwickelt seine eigene Lösung. Das ist nicht wirklich zielführend, das ist nicht effizient, dass diesen, ich nenne das jetzt mal ein Stück weit Wildwuchs, versuchen wir so weit wie möglich aufzuräumen. Wir versuchen, einheitliche Visualisierung besonders kundenfreundlich hinzubekommen. Ich selber bin Kunde eines Stadtwerke-Produktes, soll wohl so sein, ist richtig, aber eines sehr modernen, eines Energieversorgungsproduktes, Strommarkt, den Talmarkt, basiert auf Blockchain. Und da habe ich also viertelstündlich sehe ich, wie meine Stromverbräuche sind. Ich kann sehen als Endkunde, wann ich morgens den Wasserkocher anmache, wann jemand duscht, weil ich den Durchlauferhitzer allein an seinem Ausschlag erkenne. Und solche Dashboards sind dann wirklich, wenn sie einheitlich gestaltet sind, wenn sie die User Experience ernst nehmen, dann ist es sinnvoll, sowas zu zentralisieren. Genau daran arbeiten wir. Und dann haben wir natürlich am Ende die physische Infrastruktur. Ich hatte es bereits angesprochen. Das eine ist WLAN. Beim WLAN haben wir begonnen, als eines der ersten Unternehmens, unsere Busflotten komplett mit WLAN auszustatten. Das hat für den Kunden den großen Vorteil, dass der Kunde bei uns überall kostenfrei surfen kann im Bus. Das hat für uns den Vorteil, dass wir sehen, wie viele Menschen sich im Bus eingeloggt haben und dadurch auch sehen, wie stark sind Buslinien belastet. Wir wissen, dass ein spezifischer Prozentsatz unserer Kunden sich automatisch natürlich in unser WLAN einloggen und sehen dann auch, wie stark belastet ist die Buslinie, erkennen auch, ohne dass wir den Bus jetzt nochmal getrennt tracken, wenn das nötig wäre, natürlich auch, wo ist jeder Bus, auch das können wir darüber sehen. Und das hat verschiedene Vorteile. Es funktioniert nicht ganz so gut wie Google Maps, muss man sagen, wo man sich genau anzeigen lassen kann, wann denn das Auto das eigene am Zielort ist. Aber es funktioniert eh nicht gut. Wir haben eine App entwickelt, wo der Kunde genau sieht, jetzt an dieser Haltestelle, der Bus kommt mit einer Minute Verspätung, mit zwei Minuten Verspätung. Wir können ihm auch theoretisch anzeigen, wo er denn genau ist. LoRaWAN, ich hatte es angesprochen, als sehr, sehr preisgünstige Lösung. Und aus unserer Sicht mit einer Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Wir fordern jetzt auch aktiv unsere Kunden auf, ihre Ideen zu Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Sensorik uns zuzuschicken, um uns dort weiterzuentwickeln. Es gibt mit Sicherheit noch ohne Ende Ideen, auf die wir noch nicht gekommen sind. Und in der physischen Infrastruktur, da geht das Thema 450 Megahertz jetzt los, als ein großes Thema für die Energieversorgung, von dem wir uns viel versprechen, auf dem eine ganze Reihe neuer Anwendungsfälle entwickelt werden. Da haben die Wuppertaler Stadtwerke gemeinsam mit anderen Energieversorgern und Stadtwerken diese Frequenz gewinnen können.
und werden auch hier jetzt eine physische Infrastruktur drauf aufbauen. Ich glaube, das müsste die letzte Folie sein. Wir gucken mal eben eins weiter. Ja, so war das. Das war das Ende der Bildschirmpräsentation. Das heißt, wir können diese jetzt auch schließen. Und das vielleicht von mir in aller Kürze als das, was in so einer Stadt wie Wuppertal aktuell passiert. Es passiert zum Glück noch wesentlich mehr, aber das jetzt für den einen speziellen Anwendungsfall. Danke.